So, willkommen im Lager. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Kafus Wachen, wenn sie da überhaupt sind, wo ich hin will. Ja, denn da ist so eine Oase, da sind sie aber vermutlich nicht. Deswegen werde ich einfach wirklich hinter Murats Oase vorbeigehen und dann hoffen, dass sie da sind. Ja, die haben wir zum Glück erledigt. Diese nervigen Viecher. Ah, da hinten sind auch schon wieder die Ruinenfelder. Vielleicht sind sie aber auch da drin, die Wachen. So, aber ich habe ja, als ich hier war, so Konstrukte gesehen, wo ich vermutet habe, dass sie da drin sind. Deswegen, naja, vielleicht sind sie wirklich hier. Ich glaube, das waren wirklich hier diese Ruinen. Deswegen gehe ich da einfach mal hin und schau mal, ob die Wachen wirklich hier einfach in der Nähe geblieben sind. Okay, da sind noch so Holzbarrikaden. Da haben sie sich vielleicht niedergelassen. Ja, tatsächlich, ich sehe welche. Sind sie es? Ja. Das waren noch nicht alle. Naja, genau im Weg ist dann dieser Balken hier. Jo, gut, 65%, na gut. Da haben wir es ja fast. Okay, aber wo ist das Gold? Oh, da sind aber noch Viecher. Okay, die zwei auf jeden Fall Gold. Der auch, aber die andere Leiche ist jetzt irgendwie weggeflogen. Den muss ich erstmal suchen. Habe ich wohl zu viel Wucht in meinem Angriff gehabt. Uiuiui, nee, da sind jetzt auch eine Menge Viecher. Ich am besten vorsichtig erledige. Ach, da liegt er. Urvieh der Wüste. Aber sonst sind hier, glaube ich, noch Gegner. Also mit weiteren Schlüsseln werde ich es hier nicht zu tun haben. Aber ich kann ja mal zu der Ork-Ausgrabungsstelle gehen, damit ich zumindest den Schlüssel da noch irgendwie kriegen kann. So, und die Ork-Ausgrabung muss halt genau hier beim Tempel sein. Das wäre dann hier in diese Richtung. Ja, da sehe ich auch schon ein paar Zelte. Aber ich glaube, hier sind halt auch noch weitere Gesuchte. Also wir suchen ja immer noch. Ja, es gibt ja auch gewisse Leute, auf die Kopfgeld ausgesetzt ist. Ich weiß gar nicht mehr, welche das jetzt waren. Das waren auch irgendwelche. Nee, waren das Nomaden? Ich weiß es nicht mehr. Ramirez vielleicht. Ich brauche Ruhe. Ja, und ich brauche den Schlüssel. Der Dicke. Verschwinde. Wir brauchen hier keine dreckigen Söldner.
Was ist deine Aufgabe hier? Ich beaufsichtige die Sklaven bei den Ausgrabungen. Was dagegen? Faesul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Ach, will er das? Und warum sollten wir darauf eingehen? Was sind deine Forderungen? Faesul soll mal eine Lieferung Tränke für uns springen lassen. Die Jungs hier machen einen harten Job. Ein paar Ausdauertränke sind das Mindeste, was sie verdient haben. In Ordnung. Wie viele Ausdauertränke brauchst du? 8 Stück sollten reichen. So, so. Hier sind die 8 Ausdauertränke. Danke, Mann. Weißt du was? Ich werde sie selber verteilen. Du hast bestimmt was Besseres zu tun. Was ist jetzt mit Faesul? Ja, verdammt. Sag ihm, wir sind wieder im Geschäft. Okay, ist natürlich gut. 5 Ruf dazugekriegt. Und jetzt brauchen wir nur noch 5, damit wir zu Gonzales können. Ich weiß zwar nicht, ob er uns kampflos seinen Schlüssel übergibt. Aber man kann es ja mal versuchen. Da ich ja dann doch eher die friedliche Variante bevorzuge. Mein Bakaresch war eine Ausnahme, aber... Das war schon notwendig irgendwie. Was willst du? So, wo ist denn jetzt hier der Ork? Der orkische Anführer hier. Vielleicht da unten? Mach dich nützlich, Morra. Weil ich ja schon jetzt anstrebe, als nächstes in den Tempel zu gehen, wäre das natürlich gut. Wenn ich den Boss finde. So, wo ist er? Ach ja, der ist, glaube ich, unten beim Tor. Ach, da sehen wir schon Morasul. Gut, dann gehe ich einfach mal hier runter. Genau, da ist er auch. Verdammt, das werde ich niemals schaffen. Was ist dein Problem? Ich komme bei der Suche nach den göttlichen Artefakten nicht weiter. Die Wüstenläufer fressen meine Sklaven. Der Tempel aus uraltem massiven Gestein. Ich kann ihn nicht einreißen. Aber um durch das Tor ins Innere zu gelangen, fehlen mir noch einige Schlüssel. Es ist zum Verzweifeln. Ich fürchte, ohne die restlichen 4 Schlüssel kommen wir nicht in den Tempel hinein. Erzähl mir mehr über die restlichen Schlüssel des Tempels. 5 Schlüssel brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Einen habe ich schon in den Ruinen gefunden. Fehlen noch 4 weitere. Und ich brauche jemanden, der sich unter den Morras bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Du kannst dieser jemand sein. Worauf willst du hinaus? Die Morras stehlen meine Artefakte und bringen sie nach Morasul. Die Schlüssel werden auch dort sein. Ich will, dass du sie findest. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Nein, nein, ich bleibe hier beim Tempel und bewache den einen. Du bist ein Morra, einer von ihnen. Du wirst nach Morasul gehen. Bring mir die restlichen 4 Schlüssel zum Tempel. Du hast Probleme mit Wüstenläufern? Die Biester sind überall in den Ruinenfeldern zu finden. Am schlimmsten sind die Furchtlosen von ihnen. Diese Biester haben keine Scheu vor meinen Kriegern und greifen ständig mein Lager an. Ich muss wieder zurück ins Lager gehen und dort nach dem Rechten sehen. Ich werde mich um die furchtlosen Wüstenläufer kümmern. Es wäre eine Wohltat, nicht mehr auf seinen Rücken Acht geben zu müssen. Aber pass auf, dass du sie nicht ins Lager lockst, klar? Du findest die Viecher im Osten vom Tempel in den Ruinenfeldern. In östlichen Ruinenfeldern. Habe ich das richtig verstanden? Naja, egal, ich gucke. Ah doch, klar, da war sie ja ganz oben.
im Osten vom Tempel in Ruinenfeldern. Alles klar. Ich hoffe, dass das auch Ruf in Morazul erhöht. So, das ist jetzt... Hoffentlich hier diese Stelle... Nee, jetzt gehe ich ja völlig woanders hin. Hier? Oh, da sind Schattenläufer. Ach, das sind diese Wüstenläufer. Ich habe jetzt irgendwie an so eine Art Sandcrawler gedacht. So, es waren offensichtlich noch nicht alle. Das hat jetzt unseren Ruf kein bisschen erhöht. Die furchtlosen Wüstenläufer sind tot. Die Biester sind tot? Gut, dann sieht die Sache hier schon nicht mehr ganz so hoffnungslos aus. Ihr nehmt dies als Belohnung. Wegen Yusuf. Wer ist Yusuf? Ein Mora? Der Dieb, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die ganze Stadt ist voller Diebe. Du willst Kopfgeld kassieren? Mach es oder lass es. Es interessiert mich nicht. Okay. Dann kehre ich mal gerade nach Morazul zurück. Und guck mal, ob ich noch irgendwas abliefern kann, was mir Ruf verschafft. Das wäre natürlich schon sehr zu begrüßen. Ach, hier gibt's auch noch einen Schmied. Ich bin Ismail, der Schmied hier. Der einzige Schmied weit und breit. Verstehe. Dann hast du wohl viel zu tun. Das kannst du glauben. Fast jeder hier trägt eine Waffe von mir. Wo gibt es hier was zu holen? Hast du schon in der Arena gekämpft? Felipe hat was ganz Besonderes aufgetrieben. Der nächste Champion bekommt die Mondklinge. Ist das nichts für dich? Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen. Wenn du noch eine Waffe brauchst, ich kann dir was verkaufen. Und wenn du wissen willst, wie du eine Klinge schmiedest, das kann ich dir auch zeigen. Nee, jetzt gerade keinen Bedarf. Aber mit Bandaro reden wäre vielleicht mal ganz gut aufgrund der... Wachen vom Kafu. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst auch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. Der Artefaktdieb Yusuf ist entkommen. Ach, naja, das spricht natürlich nicht für dich. Aber ich sorge dafür, dass es deinem Ruf nicht schadet. Ja, wie ich mir dachte, das bringt jetzt gar nichts. Aber mit Faesul muss ich auch noch reden. Du hast mich ausgenutzt, Sohn des Betruges. Du Mistkerl hast Jasmin an Gonzales verschenkt. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich werde dich töten. Oh. Der will mich jetzt töten. Leute, es gibt einen Kampf! Ach, der hat auch wieder eine unsichtbare Wand. Wahrscheinlich ist das das Geräusch, was kommt, wenn die blocken. Wenn die 2 Schwerter haben. Könnte ich mir jetzt so erklären, einfach nur. Weil es bis jetzt nur bei 2 Schwertmenschen kam.
Das hat jetzt echt niemanden gestört, dass ich den jetzt hier so eiskalt getötet habe. Na gut. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Okay, dass er das nicht gesehen hat. Na gut. Stör mich nicht. Nee, das ist auch nicht Nee, wie heißt der? Marsil. Ah, Faesul. Ach nee, der war bei diesem inneren Ring. Der war da hinten irgendwo. Bei diesem Durchgang hier. Ist eigentlich ganz cool, dass es auch so ringartig aufgebaut ist, wie bei dem alten Lager in Gothic, dass in der Mitte quasi der Anführer sitzt und drumherum ein Ring errichtet wurde. Alles klar, der Dicke ist wieder im Geschäft. Na also, geht doch. Eine Belohnung sollst du auch haben. Da möchte ich auch drum gebeten haben. Hier, nimm dies. Ich denke, das ist in deinem Sinne. Gutes Gelingen bei den weiteren Aufgaben, die auf dich warten, Fremder. Okay, dann... was gibt's denn sonst noch? Ich könnte diesen Orknarok jetzt noch versuchen, zum Orklager zu bringen. Wenn mir das noch ein bisschen Ruf gibt, naja, rede ich mal mit ihm. Ja, weil ich finde jetzt echt nur noch 5 Punkte. Damit ich da rein kann. So, wo ist er denn? Ne, genau, der war hier. Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. Komm mit. Alles klar. So, dann nochmal mit ihm zurück zu dieser Ausgrabungsstätte latschen. Da gibt es nämlich einen Interessenten. Davon will ich nichts wissen. Du hast Marsil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hey, ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten, verstehst du? Der Kerl kann mit mir sowieso nichts anfangen. Da habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht, damit er mich loswerden will. Tja, hat funktioniert. Ja, das werde ich nicht zulassen. So, und die Ausgrabungsstelle ist jetzt, glaube ich, der kürzeste Weg, wenn ich hier lang gehe, genau. Ja, das Tolle ist, den Weg darf ich ja nochmal laufen, damit ich den anderen Schlüssel noch kriege. Kommen die Wölfe, ein bisschen Action zwischendurch. Schakale. Die haben ja im Grunde genommen nur die Wolf, das Wolf-Modell genommen und andere Farben drauf geklatscht. So, Orknarok ist immer noch an uns dran. Ich finde es auch ganz interessant, dass sie tatsächlich jetzt im dritten Teil dieses arabisch angehauchte Wüstengebiet haben. Also auch jetzt mit den Städten und so, wie das gemacht ist. Das finde ich ziemlich cool. Das ist ja doch eher selten bei Rollenspielen. Aber ich finde es ganz gut, dass sie hier direkt mal 3 komplett andere Szenarios haben. So, ich glaube, der Assassin da vorne will ihn haben. Mehr oder weniger. Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Marsil sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknarok. Hat Beliar Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalesh. Was hast du für ein Problem mit Orknarok? Der alte Messier hat mich gewarnt. Er sagte mir, was geschehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Wer ist dieser Messier? Ein alter Artefaktsucher. Er lebt hier in den Ruinen. Er spricht wahre und weise Worte. Und er hat mich gewarnt.
Na gut, dann frage ich mal Kalesch, ob er Interesse hat an einem Mann des Nordens. Ich habe hier einen Sklaven für dich, Orknarok. Einen Nordmar-Krieger bringst du mir? Nimm ihn weg, ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Na gut, dann bist du frei. Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. In Ordnung. Dann kann ich ja endlich mein eigenes Ding durchziehen. Ich danke dir. Hier, nimm dies. Es wird dir helfen. Leb wohl. Jo, mach es gut. So, dann wieder nach Morazul. Und jetzt haben wir die 50% auch gerade so gekriegt. Dann statte ich mal dem Statthalter von Morazul einen kleinen Besuch ab. Ja, jetzt mögen sie mich auch alle hier. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Obwohl ich ja eigentlich nur den Artefaktschlüssel haben will, was man da immer wieder für Sachen erledigt. Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke, das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. So, und ich hoffe, dass er mich jetzt nicht angreift, weil ich ja Bakaresch erledigt habe. Das mögen die Anführer ja gar nicht gern. Oh, wir haben ja fast schon wieder 33 Lernpunkte. So, was gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwas zu lesen für mich? Das kenne ich schon. Na, okay. Das kenne ich schon, aber ich kann ja trotzdem mal mit Ningal reden. Du hast dich also um Morazul verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Weiter so. Ja, komm mal, ich auf 400. Weiter so. Nur weiter so. Gut. Nächste Rune, auf die kommt gleich eh. Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden überfallen. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft, also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Jo, mach ich einfach mal. Einfach, weil ich friedlich jetzt sein will. Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Gut, jetzt habe ich alle. Und noch ein Stufenaufstieg, der mir auf jeden Fall... Ja gut, doch. Ich glaube, 5 kann ich noch in altes Wissen investieren. Damit ich auf die 400 einfach mal komme. Schöne runde Zahl. Bring mir etwas über alte Magie bei. So, und den Rest jetzt einfach in Mana stecken, weil 400 ist schon... Das ist schon echt...
ziemlich viel. Jetzt müssten wir ja nahezu jeden Gegner damit one-hitten. So, aber hier jetzt unser Mana rein. Belia. Gewähre mir magische Kraft. Na, jetzt haben wir sogar auch über 400 Mana. Das ist natürlich echt dufte. Also vielleicht sollte ich auch mal irgendwas in Lebensenergie stecken. So zukünftig. Könnte ich ja eigentlich auch mal machen. So, dann gehe ich jetzt mal nach Kalesh. Nee, das ist ja kein Ort. Zu Kalesh hin. Und er bitte freundlichst um die Erlaubnis, seinen Schlüssel zu bekommen. Zweckes des Öffnen der Tempelkammer. So, oh ja, das ist natürlich super. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder? Doch. Gerade so. Ich glaube, Kalesh will mir den aber auch nicht geben. Ich glaube, da werde ich schon einen Kampf gegen die Orks absolvieren müssen. Einen dauerhaften... also einen Kampf mit einer dauerhaften und endgültigen Lösung. Nämlich, dass die alle sterben. Ziehe ich nämlich auch mal die andere Robe an, weil es jetzt ein bisschen heftiger wird, da in dem Tempel wahrscheinlich auch wieder diese Magier sind, diese untoten Magier. Und Kalesh möchte, glaube ich, nicht mit uns kooperieren. Bin ich mal gespannt, am besten speichere ich nochmal. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Gib sie mir und zwar schnell, verstanden? Einen Moment mal, was habe ich davon? Ich muss hier meinen Auftrag erfüllen und du warst ein nützliches Werkzeug. Doch jetzt, wo die Schlüssel hier sind, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Verstehe. In diesem Fall werde ich dir überhaupt nichts geben. Gib mir die Schlüssel, sonst hack ich dir den Kopf ab, dreckiger Morra! Ich hack dich in Stücke! Okay, den locken wir dann am besten mal weg. Bleib stehen, Morra! Jetzt gehörst du mir! Okay, jetzt sind sie wirklich alle sauer auf uns. So, Kalesh. Da geht aber eigentlich noch ein bisschen altes Wissen rein. Denn ich brauche manchmal auch noch zwei Angriffe für die. Ist hier sonst noch welche? Ja. Welche? Ui, der fliegt aber ganz schön weit. Jetzt bist du dran.
Ach, der Dicke. Siege den Dicken. Ja, gibt's hier noch irgendwelche Spaßvögel? Oh ja. Das waren aber offensichtlich noch nicht alle. Oh ja. Kann ich ja jetzt in Frieden in den Tempel reingehen. Wie viel Gold habe ich eigentlich noch? 2000, naja, ich habe ja ordentlich bezahlt. Aber ich habe auch genug Waren, die ich im Prinzip wieder verkaufen kann. So, genau, hier einfach zum Eingang. Ja, ich plündere die einfach nochmal ein bisschen. Damit das ein wenig... damit ich noch ein bisschen Verkaufsgüter habe. So, und jetzt vielleicht hilft hier noch wieder der alte Trick. Vielleicht am Eingang mal Feuerregen. Aber nein. Das wäre also geschafft. Die Tür ist offen. Ah, da kommen wir schon die ersten Mumien. Die Kameraperspektive gerade so komisch, die ist irgendwie so zu niedrig. Moment, vielleicht kann ich das irgendwie da... So, ja, jetzt geht's. Ah ja, da ist das Artefakt von Ilya. Und da wir ihn noch am Leben lassen haben, können wir dem das sogar noch geben. Aber mal schauen, ob ich da noch Lust zu habe. Aber ich glaube, wir müssen sowieso nach Murasul teleportieren, um im Endeffekt den schnelleren Weg nach Ishtar zu haben. Weiß ich nicht, ob die Magier uns schon bemerkt haben. Oh ja.
So, war's das? Ist hier noch ein Magier? Nee, scheinbar nicht mehr. Dann werden wir jetzt hier noch das vorletzte Adonos-Artefakt finden und es ist die Krone Adonos. So, die auch noch ganz schmuck aussieht. So. Passt natürlich auch gut jetzt zu unserer Adonos-Robe. Und ja, haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Und können uns dann auf den Weg nach Ishtar begeben. Da müssen wir jetzt eigentlich noch nicht hin. Aber ich denke mal, da wir sowieso schon hier sind und generell einen Groll gegen die Assassinen hegen, also ich zumindest, denke ich, ist das ganz gut, wenn wir mal ihrem Anführer einen Besuch abstatten, der uns sowieso niemals empfangen wird, wenn wir nicht auf deren Seite sind. Dann können wir ihn auch jetzt schon im Prinzip erledigen. Deswegen teleportiere ich mich nach Amor Azul. Ich gebe dann einfach mal die Vase noch ab. So, und auf der Karte sieht man es auch. Ja gut, da ist jetzt kein direkter Weg hin. Aber ich denke, nach Murasul sollten wir auch so kommen. Nach Ishtar von Murasul aus. Dann ziehe ich aber die andere Rüstung wieder an, weil ich brauche echt die Ausdauer, um dahin zu laufen. Mit dem schicken Krönchen. Sehe ich denn jetzt irgendwie aus wie so ein König, eigentlich, mit dieser Rüstung. Hier ist deine alte Vase aus dem Tempel. Du warst im Tempel. Du beeindruckst mich sehr. Zeig her das gute Stück. Ja, das ist sie. Endlich. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hinter ihr her war. Damit sind wir jetzt quitt. Aber ich sag dir was. Ich leg noch was drauf, weil du dein Versprechen gehalten hast. Jemand wie du ist selten. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Gut, dann nächtige ich einfach mal in irgendeinem Bett hier. Ja, da liegt auch einer dieser Seelenkelche, aber die ist mir im Prinzip egal. Weil ich jetzt einfach raus hier will von Murasul. Von diesem geldgierigen Pack. Und ja, dann laufe ich mal nach Ishtar. Ich schau mal, ob der Weg überhaupt gut geeignet ist. Ich meine, naja, der ist schon kürzer als von Braga aus. So, jetzt habe ich auch nur nicht die Orientierung verlieren. Wir müssen hier an der Stadt vorbei. Wo es natürlich, glaube ich, epischer aussieht, wenn man von Braga kommt. Wenn man da bergauf läuft und dann irgendwann oben diese riesige Festung sieht. Ja, aber ich will einfach hier auch schnell durch. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Vielleicht habe ich das schon mal versucht in einem meiner privaten Durchgänge des Spiels, aber ich versuche es einfach mal. Das wäre sonst echt schade, wenn es gegangen wäre und ich trotzdem den langen Weg gehe. Ich glaube, ich habe nur einmal in meinem Leben mit Zuben geredet, wo ich einmal für die Assassinen sympathisiert habe. Ja, genau, jetzt wäre ich schon fast auf die Karten, auf den Kartenrand gelaufen, aber ich muss am besten genau der Luftlinie folgen. Also Richtung dieses einsamen Baumes auf dem Berg da oben in etwa.
Ja, sogar ein bisschen weiter links noch. Oh je, nee, die Sandcrawler lasse ich jetzt einfach mal hier. Uiuiui, das sind aber ganz schön viele. Leute. Und hier nimmt so seine Ruhe. Da. Da. Das war stressig. Obwohl, die Golems könnte ich gerade auch mal versuchen. Vielleicht haben sie ja irgendwie noch eine nützliche Spruchrolle da liegen. Oder ich meine eigentlich eher sowas wie eine Steintafel. Tatsächlich, eine Steintafel. Oh, sogar plus 10 altes Wissen. Das ist natürlich badass, wenn wir jetzt altes Wissen auf 410 haben. So, jetzt darf ich natürlich nicht wieder Richtung Kartenrand laufen. Ich muss nämlich da hoch. Habe irgendwie die Befürchtung, dass uns das Spiel da nicht hochlässt. Jetzt habe ich mir nämlich so ein bisschen gedacht, dass das nämlich jetzt hier begrenzt wird, dass man nur von Braga aus dahin kommt. Aber ich versuche es trotzdem mal. Einfach mal hier wirklich diesen Hügel zu erklimmen. Jo. Oh doch, das hat ja geklappt. Da ist nämlich auch schon Ishtar. Das ist natürlich gut. Jetzt hoffentlich kommen wir jetzt von hier aus auch dahin. Ist natürlich auch rein strategisch gut bedacht vom Zuben, dass er hier oben seine Festung baut, denn nach so einem Bergaufmarsch, da hat natürlich keiner mehr die Kraft zu kämpfen. Also ich glaube da lang nicht, wir müssen eher hier lang und da jetzt die Schräge auch noch hinaufkommen. Ja. Weil sonst stehen wir hinten nur vor einer Felswand und es gibt keinen Aufgang zur Stadt. Den gibt es tatsächlich nur hier. Naja, aber was nützt ihm diese strategische Festung, wenn da ein Feuermagier daherkommt? Denn wir werden das recht easy jetzt schaffen. Ist natürlich auch ein schöner Ort, Ishtar.
So, vielleicht schaffen wir das jetzt auch noch, die Stadt zu säubern in der Zeit, aber es müsste eigentlich schon gehen. Ich will natürlich jetzt erstmal speichern. Ui, ist natürlich ganz neue Musik jetzt. Halt! Solange du kein Freund bist, wirst du die Stadt nicht betreten. Du bist kein Freund der Assassinen. Ich vertraue dir nicht. Ja, okay, dann muss ich natürlich die harte Tour nehmen und... Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst etwas erleben. Versuch ja keine Zaubertricks. Ja, wieso Zugang ist da gescheitert? Den Zugang kann ich mir auch holen, wenn ich da einfach reingehe. Und das werde ich ja im Prinzip auch. So, jetzt strömen die eigentlich alle... Och, die armen Hühner. Feuerregen. Bleib stehen! Da ist auch ein Magier dabei. Magier sind natürlich immer die größte Bedrohung. Aber die halten sich gerade gut zurück. So, wie sieht es denn mit Mana-Tränken aus, falls es zu lange dauert zu regenerieren? Und, oh, Mana, maximales Mana erhöhen. Das ist natürlich gut, aber sonst haben wir keine. Oh, da ist noch einer. Aber jetzt sind wir wenigstens ein bisschen geschützt. Das ist natürlich ganz gut. Falls wieder so ein Magier kommen sollte. Aber der hat uns ja auch gar nicht im Fernkampf angegriffen, sondern kam tatsächlich auf uns zugerannt. Oh, da ist aber einer. Okay, das hat hart gesessen. Ich habe auch gar nicht meine Robe an. Muss ich gerade anmerken. So, am besten... Uiuiuiuiui. Das kann übel werden. Okay, jetzt hat er uns vergiftet. Das ist natürlich eine ganz fiese Sache. Aber die werden wir jetzt auch mit dem Feuerregen platt kriegen, die Magier. Ah!
das Zuben tatsächlich schon. So, ich weiß zwar nicht, was der Held hier gerade macht. Aber Zuben, der erwählt. Das gibt jetzt auch Ruf bei den Rebellen. Jetzt muss ich ja irgendwie mal rauskommen. Jetzt haben wir nämlich Zuben erledigt. Aber wir hängen hier tatsächlich fest. Wir hängen in diesen... in dieser Steinwand fest. Das ist unfassbar. Ich versuche... Okay. Ja. Okay, jetzt drehen wir uns zwar immer noch, aber... okay, jetzt haben wir es natürlich geschafft. So, und jetzt können wir auch fleißig das Zeug hier einsammeln. Wir haben jetzt in weniger als 5 Minuten, glaube ich, Ishtar befreit. Was als Magier natürlich total gut machbar ist. So, ohne Ishtar eigentlich zu betreten, die kamen ja alle zu uns. Aber was bei Zuben jetzt auch noch dieser Zusatz, der Erwählte sollte, das ist ein bisschen blödsinnig, finde ich. Das war vorher, fand ich es immer ganz gut, dass es einfach nur der Name war. Auch bei Roba war es scheinbar einfach nur Roba und nicht König Roba der Zweite. Das fand ich eigentlich immer cooler früher. Ugrasal. Emmet. Ja, so sind sie, die Assassinen. So, wo ist er denn, der Zuben? Surus. Zuben, der Erwählte. Stab des ewigen Wanderers. So, und der hat auch richtig geile Killerschwerter hier. Diese Großschwerter. So, dann wird noch Ishtar ein bisschen plündern. Das wird uns nämlich auch sehr reich machen. Weil Ishtar ist ja im Prinzip die Höhle des Löwen. Und da ist auch gut was gehortet. Oh, sogar ein Teleportstein nach Ishtar. Ja, die Sklaven freuen sich. Wir können später noch reden. Besser, du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. Ich glaube, ich gehe gerade erstmal hier durch einfach. Und schauen wir mal an, was es hier drin so gibt. Ui, ein Löwe. Aber ein gezähmter Löwe. Okay, aber er greift uns an. Als sein Herr Meister tot ist. Da! Würde ich jetzt mal tippen, eigentlich, dass die Löwen uns jetzt hier noch platt machen. Okay. Okay, das ist mit Höhle des Löwen wohl ein bisschen wörtlich gewesen, aus Versehen. So, und hier ist natürlich sein Harem. Erstmal was rauchen. Ist denn? Geh jetzt besser. Nö. Wir kriegen beide noch Ärger. Was ist denn?
Ja, der hat's schon gut hier, der Zuben. Ich brauche einen Dietrich. Dietrich? Ich habe keine Dietriche mehr, oh Mann. Kann doch nicht wahr sein. So, und das ist halt auch sein Schlafgemach. Noch ein Teleportstein. Viel Gold. Das ist natürlich immer gut. Und Innos sprach zu seinen Dienern: Errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihnen geheißen ward. Ich glaube, ich interessiere mich auch für das Gold, was da oben drauf ist, aber das können wir nicht so richtig packen, wie? Ja, doch, gerade ging's, fast schon. Ja, gut. Das kenne ich schon. Ich kein Dietrich mehr, das ist natürlich echt bitter. Was ist denn? Oh, da ist aber auch Gold. Naja, kann der Zuben auch schön schwimmen. Das ist natürlich cool, das Gebäude hätte ich auch gern. So ein Schwimmbad direkt neben meinem Bett. So, und jetzt habe ich noch 22 Lernpunkte, okay. Ich glaube, die stecke ich dann auch einfach in altes Wissen. Oder vielleicht gerade mal echt in Lebensenergie. Ja, ich werde noch so ein paar Stufen auf die gekriegen. Belia, gewähre mir Lebenskraft. Jo, gut. Habe ich jetzt noch ordentlich Lebenskraft dazu gekriegt. Wenn man auch 300 Stärke hat, kann man nämlich auch beim König Roba erlernen, dass sich hier Lebensenergie regeneriert. Das ist auch eine ganz coole Sache, finde ich. Ich brauche einen Dietrich. Ja, ich habe leider echt keinen Dietrich mehr. Das kenne ich schon. Was das Plündern natürlich so ein bisschen lächerlich macht. Ah, noch ein Belia-Schrein, das ist ja... uninteressant. Aber Ishtar ist halt auch sehr cool. Oh, hier geht's noch runter. Ja, was gibt's denn hier? Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Geht ja immer tiefer rein noch. So, aber jetzt... Okay, scheinbar nichts wirklich Wichtiges. Einfach nur so eine Lagerkammer vom Zuben. Mit ganz bizarrer Tavernenmusik auf einmal. Ich frage mich echt, ob die gerade neu ist oder ob die so gewollt ist im Spiel. Das weiß ich gerade echt nicht. Sie kommen nämlich gänzlich unbekannt vor und ist auch nicht beim Soundtrack dabei. Ich muss arbeiten. So, und hier unten... Uiuiui. Auch viel zu holen, aber ohne Dietrich bringt das jetzt gerade nichts. Vielleicht können wir irgendwann anders nochmal hierhin zurückkehren und dann ja, einfach nochmal alles plündern, falls wir Goldbedarf haben sollten. Naja, aber hier wird es schon nichts Wichtiges mehr geben. Oh ja, ein Schmied legt schon los. Verschwinde! Warum? Leute, es gibt einen Kampf!
Ja, ich meine, wenn er uns hier angreift. Oh! So. Gut. Jo, dann werde ich als nächstes, denke ich mal, ich teleportiere mich schon mal dahin, wo ich hin will. Denn wir wollen ja nach Nordmar. Und Faring ist halt der beste Ort dafür. Sodass wir von Gotha aus am besten. Also wir teleportieren jetzt nach Gotha. Haben wir überhaupt einen Gotha-Teleport? Nee, tatsächlich nicht. Den habe ich gar nicht eingesammelt. Okay, Plan B. Vanguard. Und dann mit der Teleport-Rune, die ich von denen da drin gekriegt habe. Genau, machen wir das nämlich so. Dieser unbekannte Teleportstein oder irgendwie sowas heißt er doch. Der ist zum Thronsaal. Genau, es ist nicht bekannt, wo man ankommt. Benutze ich den einfach mal. Ja, dauert jetzt natürlich eine Weile, weil wir ganz schön weit weg sind davon. So. Jetzt sind wir nämlich vor der Barriere im Prinzip. Und können jetzt auch ganz easy nach Faring gehen. Genau, das Faring ist nämlich auch hier oben. Und ich kann mal gucken, ob ich den Stab des ewigen Wanderers tragen kann. Der schon in. Der schon häufiger erwähnt wurde. Wo ist er denn? Genau, trage ich ihn. Ziehe ich nochmal in die Leiste. Hab hier echt schon so ein göttliches Artefakt in den Händen. Okay, dann passt auf euren Rücken auf.